Am Wort ist Gabriele Tammandl, Budgetsprecherin der ÖVP. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Kollege Podgorschek, es bleiben natürlich die Argumente, die Ihre Partei und Ihre Fraktion immer bei diesen Debatten bringen, ganz einfach unrichtig. Und es bleiben diese Argumente auch stehen nicht dazu da, dass sie Probleme lösen sollen. Ich möchte mich einmal beim Herrn Finanzminister bedanken, der uns in zwei Ausschüssen des Unterausschusses in Sachen ESM-Angelegenheiten intensiv informiert hat. Er hat selbst immer sehr vorsichtig argumentiert und hat immer auch die Aufgabe der Griechen in den Vordergrund gestellt, dass die Griechen ganz einfach die Bedingungen einzuhalten haben, nach denen dieses dritte Hilfspaket das erste Mal unter dem Rettungsschirm ESM stattfinden kann. Er hat es auch selbst ausgeführt, die Griechen haben hier schon Vorleistungen getroffen, was sie in den letzten beiden Finanzpaketen nicht geschafft haben. Selbstverständlich hat sich auch die noch immer im Amt befindliche oder jetzt abgelöste durch eine Interimsregierung Regierung nicht mit Ruhm bekleckert in den Verhandlungen mit den Euro-Ländern und mit den Euro-Partnern, weil es natürlich wesentlich schneller gehen hätte können und man hätte auch das bestehende Hilfspaket, wenn es hier ernsthafte Bestrebungen seitens der griechischen Regierung gegeben hätte, längst weiterführen und man hätte sich das alles erspart. Ich glaube aber trotzdem, dass es wahrscheinlich jetzt besser ist unter dem Rettungsschirm ESM, weil natürlich hier die Bedingungen komplett neu definiert werden konnten und weil man hier auch ganz klar definiert hat, dass wenn die Bedingungen nicht eingehalten werden, die evaluiert werden, das hat auch der Herr Bundesminister ausgeführt, dass dann keine weiteren Gelder fließen. Zu den Bedenken all jener, die meinen, die Schuldentragfähigkeit Griechenlands wäre nicht gewährleistet, das erscheint natürlich für viele auch eine gute Argumentation für die Ablehnung einer Hilfe für Griechenland. Ich erkläre das den Menschen immer so, dass ich sage, wenn eine Familie Geld braucht, um sich etwas anzuschaffen, um eine Investition zu tätigen und diese Familie bekommt aber beispielsweise keinen Kredit bei einer Bank, dann geht sie zur Verwandtschaft und borgt sich Geld aus. Griechenland borgt sich jetzt von der Verwandtschaft Geld aus und dies kann nicht ohne Bedingungen stattfinden. Das ist ja selbstverständlich, denn niemand würde jemandem Geld borgen, ohne dass er Bedingungen erfüllen muss. Aber was die Schuldentragfähigkeit betrifft und was auch immer wieder die Forderung betrifft, der Kollege Kogler fordert das immer und dann gibt es also auch andere, die immer fordern, man sollte doch jetzt schon über einen Schuldenschnitt nachdenken. Das ist auch gefordert worden, bereits bevor die Verhandlungen mit den Griechen dann in die Endphase gegangen sind, was diese ganzen technischen Ausführungen zu diesem Paket betrifft. Ich glaube ganz einfach, dass es ein schlechtes Signal wäre und es haben sich ja auch die Europartner dazu entschlossen, dass man unter einem Schuldenschnitt jedenfalls keinen nominellen Schuldenschnitt verstehen kann, sondern eventuelles Schieben von Rückzahlungen, Verlängerung von Laufzeiten, noch einmal vielleicht, wobei die Zinsen mit 1%, also das ist ja heute ein Wahnsinn für ein Land, das am Kapitalmarkt kein Geld bekommt, dass Zinsen 1% ausmachen. Das ist ja sowieso ein Wahnsinn. Aber ich glaube ganz einfach, dass man unter diesen Bedingungen durchaus hier zustimmen kann und möchte, so wie ich es auch bei der letzten Sondersitzung schon gesagt habe und auch im Ausschuss betont habe, ich verstehe hier die Haltung zweier Fraktionen in diesem Hohen Haus nicht. Ich verstehe die Haltung der Grünen in diesem Zusammenhang nicht und ich verstehe die Haltung der Neos in diesem Zusammenhang nicht. Ich denke mir, wenn die Kredite erst im Jahr 2003, und es geht um Kredite bitte, es geht um keine Geschenke, es geht um Kredite, die die Griechen zurückzahlen müssen. Wenn erst im Jahr 2023 die erste Rate fällig ist, dann verstehe ich nicht, warum man jetzt schon über einen Schuldenschnitt, nämlich einen nominellen, in dem man ihnen Geld nachlässt, diskutieren muss. Ich bin der Meinung, man könnte, wenn man sich grundsätzlich zu einer Hilfe bekennt, Kollege Kogler und Kollege Rossmann, man könnte diesem Paket zustimmen und die Begleitung
dieses Hilfsprogrammes ESM ist ja auch ein regelmäßiger Begleiter und eine regelmäßige Debatte im Budgetausschuss, wo wir ja vierteljährlich informiert werden. Das heißt, hier sehen wir ja auch immer die Evaluierung. Und dass solche Pakete Länder wieder hochbringen, das hat man beim ESM sehr wohl schon gesehen. Das hat man gesehen bei Spanien, das hat man gesehen bei Zypern beispielsweise. Man sieht, diese Länder haben ein höheres Wirtschaftswachstum. Diese Länder bekommen ihre Arbeitslosigkeit besser in den Griff. Das heißt, es vom Vorhinein zu verteufeln, davon halte ich nichts. Deshalb wird unsere Fraktion selbstverständlich zustimmen. Natürlich nicht ohne ein kritisches Auge darauf zu werfen, wie sich die Griechen und die griechische Regierung auch nach der Neuwahl hier zu diesem Paket stellen wird. Die Bedingungen seien durch den ESM neu definiert worden, betont Gabriele Tamandl, ÖVP-Budgetsprecherin. Unter diesen Bedingungen könne man dem Hilfspaket zustimmen.